wenn Moses mit 10 Excel-Tabellen vom Berg Sinai runtergekommen wäre, wäre die Welt anders gelesen. Mein Name ist Paul Andersson. 12 Fragen stelle ich heute Frank Dopeil. Frank ist Kreativer und Managerversteher. In meiner Bücherschau empfehle ich euch sein Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, wie du auf diesen Titel und auf das Buch gekommen bist und was da der Hintergrund ist. Ich könnte sagen, eine lange Leidensgeschichte, ist natürlich nicht ganz so, aber als Kreativer, ich war mal Werbetexter, dann Kreativdirektor, dann Chairman, ne, einer großen Werbegruppe, Gray, bin ich irgendwie in die Welt der Top-Entscheider gespült worden und war natürlich ein Alien, weil der Beruf als Chairman hatte nichts mit meinem kreativen Leben vorher zu tun. Auf einmal war ich gefangen in Excel-Tabellen und Forecasts und Redundancy-Plänen. Und das hat mich sehr irritiert, weil du hast in Global Meetings, die man dann immer so hat, Paul, niemals über den Kunden geredet oder über den Mitarbeiter oder über die Arbeit, sondern über Zahlen. Und irgendwie im Laufe der Jahre, das geht wirklich lange jetzt schon, über 25 Jahre, habe ich das Gefühl gehabt, da ist so eine neue Religion entstanden, wie so eine Allmachtsfantasie. Weißt du? Also mit Zahlen kannst du die Welt regieren und alles managen. Und wenn wir ein Problem haben, dann überweisen wir 1 Milliarde und dann ist das Problem gelöst. Und jetzt in Corona sehen wir ja, na, pass auf, brauchst immer noch einen, der einen Impfstoff empfindet, brauchst immer noch einen, der den dann auch impft, brauchst immer noch einen, der sich dann auch richtig verhält. Also vielleicht sollten wir den Mensch aus dieser Diskussion nicht rauslassen. Und deshalb, um mal die andere Perspektive zu eröffnen, nach einem halben Jahrhundert der Zahlengläubiger, gibt es dieses Buch. Super. Die Manager, du hast es gesagt, tendieren dazu, gerne auf die Zahlen zu schauen. Was könnte man machen, um sie ein bisschen mehr auf die menschliche Schiene zu buxieren, freundlich zu schubsen? Ja, also einmal, das machen die nicht von alleine. Das muss wirklich Schmerzen geben, wenn sie Schmerzen haben, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weil das ganze Thema Mitarbeiter, Employer Branding und so weiter nicht mehr funktioniert, die Kommunikation nicht mehr funktioniert, dann werden sie sensibel, um zu sagen, vielleicht müssen wir uns was einfallen lassen, was Neues. Der Hoffnungsschimmer, den es dann gibt, Paul, die meisten von denen sind auch Menschen. Die haben auch eine rechte Gehirnhälfte. Die sind auch in der Lage, Freude zu empfinden, unsinnige Dinge zu tun. Zum Beispiel 400 Euro für einen Rotwein auszugeben oder unglaublich viel Geld für ihren Hund oder Fußballverein oder sucht die irgendwas aus. Also da sind sie schon empfänglich und ich glaube, da kann man ansetzen, um zu sagen, in dem Moment, wo er das menschliche Vermögen, Ideenreichtum, Kampfgeist, Durchhaltewillen, all das aktiviert, habt ihr beide Gehirnhälften im Einsatz. Dann ist das Möglichkeitsspektrum doppelt so groß. Solange ihr nur in der Excel-Tabelle und mit der linken Gehirnhälfte, der rationalen, unterwegs seid, ist das wie ein Navi, das nur eine Route hat, immer die sparsamste. Und da sind dann alle unterwegs und es gibt Stau. Also vielleicht ist es sinnvoll, auch mal was Unsinniges oder scheinbar Unsinniges zu denken oder zu tun. Ja. Da kommt jetzt so ein bisschen vielleicht das Wort Blase rein. Du sagst es, die können sich auch mal einen Rotwein für 400 Euro leisten. Inwieweit haben sich die Manager da von ihren Mitarbeitern oft und Kunden auch sehr weit entfernt und schweben in ganz anderen Sphären, jetzt was das Gehalt betrifft, aber auch was so ihr Lebensumfeld betrifft? Ja, also sie werden natürlich auch durch die Karriereleiter und den Weg nach oben entmenschlicht ein bisschen. Also wenn wir angucken, wir haben ja beide Kinder, wovon träumen die, wenn die Kinder sind? Dann willst du Delfintrainer werden oder Cowboy oder Astronaut oder Influencer. Du willst aber nicht Controller werden. Ja. Das passiert irgendwie seltsamerweise eine Woche vorm Abi, weil die Schule dir nicht aufgezeigt hat, wo sind eigentlich deine Begabungen, sondern weil dir nichts anderes einfällt, ist der größte Studiengang BWL für Jungs und Mädels. Weil da kannst du immer irgendwie alles noch machen. Und dann werden die wie zu Lemmingen, weißt du? Einmal werden sie immer reicher. Dann werden sie alle Lebensläufe auch immer gleicher. Die haben ein gutes Studium, die waren im Ausland, die sprechen 3 Sprachen, die haben irgendwie so was Soziales gemacht. Dann kommen sie auf die Karriereleiter, die ist ja immer noch enger. Und dann wird all das, was eigentlich den Unterschied macht, das Menschliche macht, das Irrationale mit reinbringt, raustrainiert.
Und insofern trennt sich dann praktisch die Karriereleiter vom wahren Leben. Die werden zu Hause abgeholt, wenn sie es ganz nach oben geschafft haben mit dem Fahrer. Die werden direkt vor die Hauptverwaltung gefahren. Die haben einen eigenen Aufzug und oben wartet einer und schenkt ihnen schon Kaffee ein. Weißt du, also sie haben keine Berührung mehr mit dem, was draußen passiert und verlieren so natürlich auch ihr Gespür für das Leben, für die Werte, für die Widerstände, für die Bedeutung. Und wenn Moses mit 10 Excel-Tabellen vom Berg Sinai runtergekommen wäre, wäre die Welt anders gelesen. Ja, du sagtest die Karriereleiter. Wäre es jetzt böse, wenn ich behaupte, dass die Manager in erster Linie ihre Karriere managen? So nach dem Motto, nach mir die Sintflut? Ja, werden sie auch hingetrieben. Also alle Zielvereinbarungen, alle Vertragslaufzeiten sind kurzfristig und sind auf kurzfristigen Erfolg monetarisiert. Und sagen wir jetzt alle, ja, ist das schon besser geworden, weil ich kriege meinen Bonus dann erst in 2 Jahren ausgezahlt. Aber das hast du doch im Blick. Wenn du guckst, was war eigentlich am Chefschreibtisch, bevor der Manager dahin kam, da war Deutschland, wenn wir mal das Wirtschaftswunder nehmen, das Land der Erfinder und der Gründer. Das waren so die Neckermanns und die Deichmanns, ne? Und weißt du, da haben wir viele Dinge in die Welt gebracht, die es vorher noch nicht gab, weil wir geguckt haben, wo ist eigentlich ein Bedürfnis und was wäre doch mal sinnvoll und wünschenswert zu entwickeln. Die sind dann irgendwann in Rente gegangen und dann kam das Modell Manager. Das waren die entoptimierten Rationalisten. Die hatten gar nicht mehr die Vorstellung, wir müssen Führung jetzt als schöpferische Aufgabe wahrnehmen, was in die Welt bringen, was Wert hat, sondern die hatten die Aufgabe, wir müssen den Unternehmenswert erhöhen und mein eigenes Vorstandsgehalt. Und da ist was schiefgelaufen. Die Börsenkurse sehen wir ja jetzt, all-time high. Ja. Wie irre ist das eigentlich? Und all-time low ist aber Zufriedenheit der Mitarbeiter, Loyalität der Kunden, Akzeptanz der Gesellschaft. Und diese Nebenwirkungen haben sie alle nicht auf dem Schirm gehabt. Und jetzt kommt der große Rückschlag. Am Ende machst du ohne Menschen gar kein Geschäft. Und insofern ist die große Aufgabe, gewinn die Menschen wieder zurück für dich und dokumentiere, dass es wertvoll, dass es dich als Manager und als Unternehmen hier gibt. Das ist ganz interessant. Also früher würde ich sagen, gab es ja auch eine Identifikation mit den Firmen. Also du hast beim Daimler gearbeitet oder sowas. Noch früher oder auch zur gleichen Zeit gab es auch noch Identifikation über Gott. Also man hat sich auch noch in der Kirche getroffen oder man hatte noch ein höheres Ding, was einen irgendwie vereint hat. Und jetzt, was vereint jetzt eigentlich noch die Manager und die Mitarbeiter und die Kunden? Also Manager glauben, es sind Zahlen. Das ist es aber natürlich nicht. Also wenn wir gucken, in Höhlen nachgucken, da waren nie Zahlen und Striche irgendwie gemalt, sondern es waren immer Stories, gemeinsame Glauben, höherer Sinn, Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Weil du Gott angesprochen hast, wir haben in Deutsch das schöne Wort beseelt von etwas zu sein. Und wir kennen alle Menschen, wo wir sagen, die haben ihr Ding gefunden, die sind beseelt von dem, was sie tun. Der Malermeister, der Bäcker der Stadt, der beste Metzger, der ist irgendwie anders als die anderen Metzger. Wir kennen Karl Lagerfeld, der war beseelt von Mode, Greta, ne, von Umwelt, Jane Goodall, von ihren Affen. Und man hat das Gefühl, die haben eine große innere Kraft und eine hohe Faszination auf andere Menschen. Und eigentlich geht es darum, wieder ein bisschen zu sagen, für wen oder was tun wir das hier eigentlich jeden Tag? Und das ist die Kernaufgabe der Führung in Zukunft. Du hast Gott auf dein Buchcover gehoben. Ja. Hat das jetzt mehr Gründe als, sagen wir mal, wenn ich Marketing oder sozusagen provokante Töne oder hat das auch einen christlichen Hintergrund? Wenn dann nur indirekt. aber ich glaube zutiefst, dass der Ursprung von allem ein schöpferisches Wesen ist. Ne? Das, was mit unserem Planeten passiert ist, guck dir mal den Rest des Universums an, da wollen wir alle nicht leben, auch wenn alle jetzt zum Mars wollen. Und welche Entwicklung die Menschheit genommen hat, dann denkst du, das hat schon irgendwas Göttliches in sich. und wir können ja nicht so tun, das zur Seite schieben, dieses Prinzip, und zu sagen, das neue Prinzip ist Geld verdienen. Und wenn du genau hinguckst, dann sind außer ein paar Superreiche alle ärmer geworden dabei. Unser Planet, die meisten Mitarbeiter,
die Gesellschaft insgesamt. Und insofern ist es natürlich auch mal ein alternatives Denkmodell, um zu sagen, wenn das Urprinzip des Lebens und dieses Planeten ein anderes ist, vielleicht sollten wir noch mal kurz zurücktreten und drüber nachdenken, ob das nicht der eigentliche Sinn des Tuns ist. Also so ein bisschen der Konflikt zwischen Schöpfung und Zufall. Oder ja. Wie siehst du das? Nee, andersrum. Zwischen Schöpfung und Effizienz. Weißt du, also stell dir vor, Gott wäre ein Manager. Was würde der jetzt machen? Der würde uns eine Mail schicken und sagen, pass auf, Destiny 2030. Ich habe mir das angeguckt. Unser Planet ist ein Fading Star, weit hinter allen Benchmarks. Personalausstattung viel zu hoch. Wir müssen über Outsourcing nachdenken. Ne? So. Die Frequenz in unseren Flagship-Stores, den Kirchen, ist auch nicht mehr so hoch. Insofern, die Hälfte werden abgeschaltet. Wir machen weltweit Einkauf von Energie und Licht. Da können wir auch Geld sparen. Dann merkst du, wie man es ins Absurde treiben kann. Wann immer der Mensch ins Spiel kommt, herrscht auf einmal Monokultur. In der Natur, wenn wir über Pflanzen reden, in der Behandlung von Menschen, die auf einmal Human Resource und kleine Rädchen werden, da ist gar nicht mehr die Vielfalt, der Unterschied, die Faszination und Schönheit des Lebens, sondern die Effizienz. Und das gesamte Leben und der Mensch schon gar nicht, tickt eigentlich so. Glaubst du, dass Manager eine göttliche Instanz brauchen? Also früher war es ja sozusagen das Orakel, dann jetzt heute ist es Excel und in der Zukunft träumen wir alle von so einem allwissenden Computer, der, wo man dann reingibt, das ist die Frage und der spuckt uns dann raus, was wir tun müssen. Also an den allwissenden Computer glaube ich null, ehrlich gesagt. Der weiß überhaupt nichts, der kann was rechnen. Weißt du, für den Computer besteht die Welt aus 0 und 1. Für Menschen ist noch ziemlich viel Platz dazwischen. Also braucht es eine göttliche Instanz? Ja. Wir können sagen, das ist der Sinn, das ist das Gewissen, weißt du so, das ist das gemeinsame Bild, wohin wollen wir das entwickeln? Ja. Und in diese Richtung muss er sich entwickeln. Und es ist auf keinen Fall Geld und Profit alleine, so wie sie jetzt denken. Also wenn wir jetzt diesen Typus Manager, den du in deinem Buch beschreibst, vor Augen haben, wie könnten wir den jetzt upgraden? Also müssen wir den besser ausbilden? Müssen wir den mehr Berater zur Seite stellen? Oder muss sich letztlich an der Gesellschaft selbst was ändern, um da ein neues Denken zu fördern? Also die Gesellschaft muss Druck machen, das macht sie auch. Also wir merken ja, dass die Gegenbewegung der Gesellschaft und der Politik auch gegenüber Facebook, Amazon und Co. zunehmen. Dass der Druck irgendwann so groß wird, dass sich da was bewegt. Das wird passieren. Gleichzeitig müssen wir, so absurd sich das auch anhört, manche Manager loben, ihnen positives Feedback geben. Die sind in ihrem Hamsterrad. Und viele der Systeme bei großen Organisationen sind so gebaut, von Reportings, von Quartalsergebnissen, von Zielvereinbarungen, Vorstandsvergütung, dass man da schwer raus kann, selbst wenn man es verstanden hat und entschlossen ist, das zu tun. Und insofern, wie im richtigen Leben bei Kindern, musst du, wenn sie was Gutes tun, ihnen auf den Rücken klopfen, sie hochheben, sie belobigen, damit sie in diese Richtung weiteres Gespür entwickeln und sich dahin auch bewegen. Und insofern muss sich bei denen in allererster Linie was bewegen, weil es gibt nichts, was so viel Menschen bewegt wie Arbeit, jeden Tag, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Wenn du da 10% besser wirst, hast du einen gigantischen Impact. Und die Gesellschaft muss als Beschleuniger wirken, durch Druck und Anerkennung. Was sollte deiner Meinung nach an den Schulen gelehrt werden, um sozusagen die zukünftigen Manager besser auszubilden oder anders auszubilden? Also, ich finde, die Schule müsste überhaupt erstmal Menschen ausbilden. Ich finde, ich habe 3 Kinder, Paul. Ich finde, die Schule hat nicht erkannt, welche Gaben sie haben. Sie hat die nicht freudvoll gefördert. Sie hat die nicht entwickelt, sondern sie hat irgendwas, was Lehrpläne versucht haben, vorzugeben, in diese kleinen Köpfe zu pressen versucht. Und manchmal war es so schrecklich, dass, obwohl du als Elternteil siehst, er oder sie haben Talent dafür, hat der Lehrer das ausgetrieben, weil er die Freude daran ausgetrieben hat. Und insofern, finde ich, muss die Schule die Aufgabe haben, seid neugierig,
entdeckt, was in euch steckt. Nicht nur Lerninhalte, die man ja heute leichter denn je aus dem Netz runterladen kann, entwickelt persönliche Stärke, und zwar in jedem Bereich. Kreativität, menschliche Interaktion, natürlich auch Rechnen, natürlich auch Sprache, natürlich auch Musik, aber eigentlich, dass man guckt, alle Anlagen einmal anzusprechen und dann zu gucken, wo ist am meisten Resonanz und in welche Richtung solltet ihr euch eigentlich weiterentwickeln. Es ist schrecklich, finde ich, zu sehen, dass weltweit Mathematik das Fach aller Fächer ist. Also ich habe viel Geld für Nachhilfe ausgegeben, niemals für Nachhilfe in Religion und Handarbeit. Weißt du? Wenn du eine 1 in Mathe hast, hattest du schon mal die Hälfte im Sack, obwohl das ja nur ein Fach war. Und das ist verdreht. Das muss sich irgendwie neu aufstellen. Wenn wir in die Zukunft gucken, Paul, dann die Hälfte der Jobs, die es jetzt gibt, war noch nicht mal denkbar, als ich angefangen habe im Berufsleben. Drohnenflieger. Pilot, weißt du, so Anbau von Hafermilch, also Dinge, wo du denkst, kann ich lange drüber nachdenken, auf die Idee komme ich nicht. Und wir ahnen aber, dass die menschlichen Talente in Zukunft, die Empathie, die Kommunikationsfähigkeit, das Ausdrucksvermögen, egal ob Tanz, Musik, whatever, viel wichtiger wird als das reine kurzfristige Lernen von Inhalten, die man dann doch wieder vergisst. Ja. Also wärst du bei mir, wenn ich sage, an den Schulen sollte weniger die MS-Office-Familie unterrichtet werden oder gar zum Pflichtfach erhoben, sondern mehr Philosophie, Religion, Kunst, ja, solche Fächer. Total. Also wir gucken, was unterscheidet den Menschen von allen anderen Lebewesen? Ja. Und diese Anlagen in ihm, die müssen gefordert werden. Und ich habe mal gelernt, der genetische Unterschied zwischen all unseren Menschen ist 0,1%. Und was wir in der gesamten Ausbildung von Kindergarten bis irgendwie Chefschreibtisch machen, ist, diese 0,1 so klein wie möglich zu machen. Und eigentlich müsste die Aufgabe für die Menschheit andersrum sein. Lass so viel wie möglich aus diesen 0,1 machen. Und wenn du nicht Mathe und nicht Latein kannst, aber das gigantisch gut, dann hilft uns das vielleicht. Lass mal gucken, wo und wie. Ja. Zum Schluss noch, du hast geschrieben in deinem Buch, dass Excel die Erfindung des Teufels ist. Das ist natürlich etwas überspitzt, aber siehst du jetzt da gewisse Parallelen vielleicht auch zum Thema Corona, dieser einseitige Blick auf Inzidenzen, auf diese eingefärbten Karten, auf tolle Grafiken, auch an der Börse, muss man ja auch sagen, da wird ja auch immer nur auf die Zahlen geschaut, die immer nur nach oben gehen. Irgendwann wird doch der große Crash kommen. Ja, total. Und alle ignorieren das. Weißt du, die gesamte Gesellschaft spürt, inklusive der Anleger-Community, da stimmt irgendwas nicht. Aber nicht zu früh zucken, damit du nicht rausfällst aus dem möglichen Gewinn. Weißt du? Es gibt ja dieses wunderbare Bild, irgendwie Anhalter der Galaxis. Was, ne, ist die Lösung für alle Fragen der Menschheit? 42 ist dann die Antwort. Es ist total irre, das Leben in seiner Vielfalt in Kästchen packen zu wollen und dann noch zu glauben, das Leben und die Menschen halten sich an Kästchen. Das geht immer schief. Ja, ich freue mich, dass du den Inzidenzwert ansprichst, weil wir merken, mit dem alleine können wir überhaupt nichts machen. Gar nichts. Der macht uns nur irre. Und dann wird die Verhaltensmaßregel jede Woche nochmal geändert, ja, weil wir merken, es ist total nicht in der Lage, als Steuerungsinstrument zu dienen. Was passiert, wenn Manager das machen? Dann kommt auf einmal, dass Manager dir erzählen, das Wichtigste ist unser Kunde oder der Mitarbeiter. Immer eins von den beiden. Dann sagst du, wir gucken mal in ihren Kalender. Wann haben sie das letzte Mal denn Kunden gesehen? Dieses Jahr nicht, letztes Jahr nicht, vorletztes Jahr nicht. Okay. Mitarbeiter, ja nicht ihre 8 Direct Reports, die anderen 80.000. Der beschäftigt sich den größten Teil seiner Zeit mit Zahlen. Sie denken, ihre Aufgabe ist es, Zahlen zu managen. Wo du denkst, Zahlen kannst du überhaupt nicht managen. Du kannst sie subtrahieren und addieren und dividieren. Es gibt auch jemanden, der muss sich um Zahlen kümmern, verstehen wir ja. Aber deine Aufgabe ist, kümmere dich um die Menschen, die die Zahlen bringen. Und das ist ein total anderes Führungsverständnis. Und das ist völlig auf die schiefe Bahn geraten. Und insofern ist die Aufgabe der Manager der Zukunft, die sollten schon mal nicht so heißen, sie müssen die Menschen lieben und die Zahlen verstehen.
Und dann bin ich wieder voll der Hoffnung. Sehr schönes Schlusswort. Wunderbar. Ja, sehr. Also ich danke dir, Frank, für deine Zeit, die tollen Antworten. Ja, gerne. Bis dann. Gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Das waren 12 Fragen an Frank Dobreide. Sein Buch Gott ist ein Kreativer, kein Controller ist erschienen im Econ Verlag.